die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, gestern wie heute sprechen wir über Somalia. Gestern ging es um die Verlängerung von EUTM Somalia, heute reden wir über die Verlängerung von Atalanta. Atalanta läuft seit 2008, also wir befinden uns derzeit im 10. Jahr der Mission Atalanta. Und wirkliche Ende der Mission ist nicht abzusehen. Es gibt ein paar vage Andeutungen, die ja gerade gefallen sind, aber da sind Zweifel angebracht. Für den Mandatszeitraum 2017 bis 2018 wird das den Steuerzahler, also die da oben, erneut 63 Millionen Euro kosten. Fragen wir mal nach Erfolg und Misserfolg der Mission Atalanta. Atalanta, so sagt die Bundesregierung, habe dazu beigetragen, die Piraterie am Horn von Afrika erfolgreich zurückzudrängen. Also die Symptombekämpfung war erfolgreich. Kann man zustimmen. Demgegenüber ist die Ursachenbekämpfung nach wie vor nicht angegangen worden. Nach wie vor finden illegale Fischereien statt, fremder Flotten, auch im Binnenmeer, auch im Küstenmeer von Atalanta, von Somalia. Das beraubt die Lebensgrundlage der Fischer, die sich dann eben anderen Erwerbstätigkeiten wie der Piraterie zuwenden. Diese Duldung, dass unter den Augen von Atalanta fremde Flotten dort fischen, illegal fischen, kann ich nicht nachvollziehen. Das wäre eine Ursachenbekämpfung. Das heißt, der einzig richtige Weg, das zu verhindern, wird nicht gemacht. Es gibt keine Erklärung, die ich bislang gehört habe, zufriedenstellend gehört habe, warum Atalanta da nicht rangeht. Man könnte den Eindruck gewinnen, es geht eben nicht um die Menschen, es geht auch nicht um die Stabilität des Landes, sondern es geht in erster Linie um Interessen. Das wurde auch gerade nochmal dargelegt. Es geht um Handelswege. Die Lebenssituation der Menschen in Somalia verbessert sich derzeit nicht, sondern verschlimmert sich dramatisch angesichts der anhaltenden Dürre. Auch verursacht durch den Klimawandel, der vor allem von Industriestaaten und somit auch Deutschland mit zu verantworten ist. Nigeria, Südsudan, Somalia, die Menschen dort sind akut vom Hungertod bedroht. Frauen, Kinder, Männer, alles, was man sich vorstellen kann. Insgesamt rund 20 bis 25 Millionen Menschen leiden unter Hunger und sind vom Hungertod bedroht. 20 bis 25 Millionen Menschen. Rund 6,2 Millionen Menschen alleine in Somalia, etwa die Hälfte der Einwohner Somalias. Da kommt die Bundesregierung daher, da prahlt ein Staatsminister Roth vor 2 Wochen, wir tragen doch 16,5 Millionen Euro gegen den Hungertod dabei. 16,5 Millionen Euro bei 6,2 Millionen Menschen, die akut vom Hungertod bedroht sind, ist umgerechnet 2,60 Euro für einen einzigen Tag, Herr Roth. Für einen einzigen Tag, nicht täglich 2,60 Euro, sondern für einen einzigen Tag. Steigert das nicht die Schamesröte in Ihrem Gesicht mit so einer Aussage und so einer großzügigen Spende? Ist ein Skandal, sehr geehrte Damen und Herren. Allein Atalanta für das geplante Einsatzjahr 2017-2018 soll 63 Millionen Euro kosten. Also das Vierfache dessen, was Sie spenden wollen. Ich finde, so ein Zahlenverhältnis sagt mehr aus als 1000 moral- und wertegeschwängerte Sonntagsreden seitens der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn es um Militär geht, sprudeln die Steuergelder. Wenn es um zivile Hilfe geht, weiß man nicht, wo das Geld ist. Künftig sollen ja auch bis zu 35 Milliarden Euro zusätzlich in die Bundeswehr investiert werden, weil US-Präsident Trump es will, weil die Rüstungsindustrie sich freut, um das 2%-Ziel der NATO zu erreichen. Warum sage ich das? 35 Milliarden Euro mehr im Verhältnis zu 16,5 Millionen Euro, was die Bundesregierung großzügig nach Somalia spendet, ist das Verhältnis 2150 mal zu 1. Also nicht 3-mal so viel, nicht 7-mal so viel, sondern 2150 mal so viel. Ich finde, sehr geehrte Damen und Herren, verantwortungsvolle Außenpolitik sieht anders aus. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Dirk Vöppel.